Er war wie so ein Trüffelschwein war unterwegs. Ja, er hat kleine börsennotierte Unternehmen gesucht, die allein vom Hinschauen her, von der Bewertung her völlig uninteressant waren. Aber er hat immer dieses kleine Fitzchen gefunden, wo er gewusst hat, okay, so da kann ich ansetzen. Das könnte eine Atombombe werden und irgendwann mal auch dementsprechend explodieren. Und wenn man einmal in diesem Universum drin ist und sich damit beschäftigt hat, wo ist ein Unternehmen, was wertvoller werden kann, was Potenzial entwickeln kann, wo haben andere vielleicht etwas übersehen, und dann schlägt man zum richtigen Zeitpunkt zu, dann kann man da auch gut Geld mit verdienen, auf legale Art und Weise. Also ihr seht hier eine weibliche Bachforelle, ca. 12 cm, nicht groß genug natürlich zum Essen. Er war immer ungewöhnlich, dann kam er aus der Schule zurück und dann machte er den Schulranzen auf und da war ein Eichhörnchen drin. Da habe ich gesagt, ja, was sollen wir denn damit? Ja, das wollen wir also haben, das hat sogar aus dem Nest gefallen, das braucht er. Ich sage, wo sind denn deine Schulsachen? Ja, die habe ich in den Wald gekippt. Das ist wunderbar. Und das hat auch dazu geführt, dass ich in dieser Schule nicht so oft war. Aber es ist doch klar, das ist auch viel spannender, als irgend so einem mittelmäßigen Lehrer zuzuhören, oder? Bis zum Sommer 2007 steht sein Name auf der Liste der 300 reichsten Deutschen. Florian Homm führt zu diesem Zeitpunkt das glamouröse Leben eines erfolgreichen Hedgefondsmanagers, jettete von Deal zu Deal, angetrieben vom Rausch nach immer höheren Renditen. Als er im gleichen Jahr plötzlich spurlos verschwindet, findet er sich binnen kurzer Zeit auf der Most Wanted-Liste des FBI wieder. Marktmanipulation und kriminelle Finanzgeschäfte werden ihm von den US-Behörden vorgeworfen. Bis heute. Anleger soll er um Millionen Beträge geprellt haben. Das Bild des aggressiven und rücksichtslosen Kapitalisten hat er selbst über Jahre gezüchtet. Wird es ihm nun zum Verhängnis? Geboren wird Florian Homm 1959 im hessischen Oberursel, wo er in bescheidenen Verhältnissen aufwächst. Als Kind kann ich mich erinnern, hier wurden die Rohre zusammengelegt, geschweißt teilweise auch, die nachher für Sanitäranlagen eingesetzt wurden, teilweise in bescheidenen Bauten, aber auch für die neue Heimat. In größeren Anlagen. Hier war gewissermaßen der Fundus, die mittlere Entwicklungsstufe des Anton-Homm-Konglomerats. Also das war sicherlich so, dass mein Mann, der ja selbst aus sehr kleinen Verhältnissen stammte und aufsteigen wollte in eine Upper-Schicht, wahnsinnig erfolgsorientiert war. Die Aufgabe, Bäder und Toiletten zu installieren, das hat mich wirklich nicht berührt. Es war sogar so, dass ich gesagt habe, wenn ich das mache, dann ist es eine Niederlage. Weitaus prägender als die eigenen Eltern wird für Florian Homm sein Großonkel, der erfolgreiche Unternehmer Josef Neckermann. Es gab diese Sonntagstreffen im Gut Neuhof, so ein Riesengut, wo Necco und Annemie residierten. Ja, man wollte praktisch am Zenit am nächsten an der leuchtenden Figur Josef Neckermann in dieser Nähe sein. Man wollte ihm da gefallen. Und er möchte immer der Beste sein. Und wenn ich das sehe, ich habe einmal im Jahr mit Florian immer einen Ausflug gemacht. Wir waren einmal an einer Schlucht in Spanien. Und dann haben wir gesagt, okay, wer geht wie weit vor? Also ich habe mich getraut, wirklich mit den Fußspitzen bis an den Rand zu gehen. Es ging bestimmt 200, 300 Meter Klippe runter. Florian meinte, er müsste noch auf die Fersen gehen und sagt damit, er hat gewonnen. Das ist Florian. Extrem. Seinen ersten Aufenthalt in den USA erlebt der über 2 Meter große Florian Homm als Basketballspieler der deutschen Jugendnationalmannschaft.
Bereits während seines Studiums in Harvard knüpft er ein großes Netzwerk und beginnt sich für die Wirtschaft zu interessieren. Schnell sichert er sich ein Praktikum an der New Yorker Börse und leckt Blut. Was aber interessiert den jungen Mann an der Wirtschaft? Formeln, Zahlen, Mathematikunterricht, bla bla bla, da war ich gar nicht so besonders. Sondern, gehen wir das Thema nicht komplett falsch an. An der Wall Street weht ein anderer Wind als in seiner hessischen Heimat. Als Management-Trainee lernt Florian Homm von seinem sogenannten Meister Peter Lynch die kaltschnäuzigen Lektionen des Kapitalismus. Du bist, was deine Rendite ist. Wenn das Blut in die Straßen fließt, dann musst du investieren. Und ich habe sogar gesagt, nicht nur muss ich dann investieren, ich muss den Weg nach unten schon noch Geld verdienen. Dann habe ich noch mehr Geld zum Investieren. Mit solchen Weisheiten im Gepäck zieht es Florian Homm Anfang der 90er Jahre zurück nach Frankfurt am Main. Er beginnt bei dem renommierten Bankhaus Julius Baer, geht bald eine Partnerschaft mit dem US-Vermögensverwalter Tweedy Brown ein und gründet schließlich sein eigenes Unternehmen, die börsennotierte Value Management and Research AG, kurz VMR. 1998 habe ich hier meine erste Unternehmung an die Börse gebracht, die ich selber gegründet hatte. Ein Gegenwert von ungefähr 100 Millionen D-Mark, schon sehr profitabel. Und zwischen 1998 und dem Jahr 2000, Ende 99, ist dieser Wert ungefähr um 700% gestiegen, also versiebenfacht. Zu diesem Zeitpunkt herrscht Goldgräberstimmung am sogenannten neuen Markt der Frankfurter Börse. Fast wöchentlich wird ein neues Technologie- oder Medienunternehmen in den Nemax-Index aufgenommen. Homm ist immer wieder dabei. Und er war schon eine Figur, die in dieser Frankfurter Finanzwelt, selbst zu diesen glamourösen Zeiten des neuen Marktes, besonders hervorgestochen ist. Durch ein gewisses Charisma, durch Frechheit, durch fehlende Angst. Sehr bald begann das ja dann auch, dass er so einen gewissen Glamour um sich verbreitete. Also in Frankfurt gab es eine Reihe von Aktien, wo man sagte, ja, das sind Homm-Aktien. Da wusste man, da ist er drin. Damit sind auch seine Buddies drin, dass der Markt darauf geschaut hat, was treibt jetzt Homm. Homm ist laut und groß genug, um sich im Dschungel der Finanzindustrie Gehör zu verschaffen. Mit seiner unkonventionellen Art und dem Charme eines Schlitzohrs kann er binnen kurzer Zeit einen großen Stamm an Investoren aufbauen. Er weiß, dass seine Kundschaft hofiert werden will und trifft sich zu Vertragsunterzeichnungen aus Prinzip nur in Hotels und Häusern der ersten Liga. In fast jedem Hedgefonds gibt es eine dominante Führungspersönlichkeit, die Investoren und Kapital anzieht. Menschen sind nur bereit, viel Geld zu investieren, wenn sie Vertrauen zu einer solchen Persönlichkeit entwickeln. Florian Homm genießt einen guten Ruf, der schnell die Runde macht. Binnen kurzer Zeit gilt seine VMR als Edelboutique der Finanzwelt. Seine Kunden reichen von der italienischen Nudeldynastie Barilla bis zum deutschen Fürstenhaus Thurn und Taxis. Das ist so ein typischer Raum, es ist großzügig. Und wenn man auch manchmal große Geschäfte machen so will, dann kann man die auch im guten, großen Rahmen. Vielleicht ist die Stimmung besser, wenn man es verkaufen will gerade. Mit Erfolg greift Homm zu immer aggressiveren Methoden. Das sogenannte Short-Selling. Die Wette auf den Untergang eines Unternehmens wird zu seinem Markenzeichen. Wenn ich in schlechten Börsenzeiten richtig Geld verdiene, dann gehöre ich zu den einen von 10.000. Das ist geil. Da fokussiert sich ja gar keiner drauf. Alle wollen Geld verdienen. Hey, lass mich mal bei fallenden Kursen Geld verdienen. Technisch funktioniert das so, ich leihe mir die Aktien, dann verkaufe ich die Aktien, dann fällt der Kurs. Und dann kaufe ich die Aktien billig am Markt zurück und gebe sie an die, von denen ich sie mir geliehen habe, gebe ich sie wieder zurück. Und gleichzeitig hat er ja dann Analysen rausgegeben, wo dann explizit drin stand, was weiß ich, WCM ist nicht 50 Euro wert, sondern nur 5 Euro. Und es ist dann nicht offensichtlich, dass dann diese Analyse aus derselben Quelle kam, die auch diese Aktien leer verkauft hatte. Dass da also ganz klar
Interessen dahinter standen, hinter diesen Geschichten. Und manchmal liegt man bei diesen Geschichten dann auch schief und holt man sich eine blutige Nase. Das ist ihm ja dann mit Erich Sixt passiert. Anfang 2003 veröffentlicht Tom eine Analyse, die der Aktie des Autovermieters einen Kursverlust von 50% prophezeit. Gleichzeitig setzt Tom short auf Sixt, wie es im Fachjargon heißt. Er wettet also auf den Kursverlust der Aktie. Doch Erich Sixt spricht der Presse gegenüber von Verleumdung und bezeichnet Tom als Antichrist des Kapitalismus. Der Sixt-Kurs bleibt stabil, Homs Plan scheitert. Außerdem erstattet Sixt Anzeige gegen Hom wegen Kursmanipulation, Verleumdung und Kreditschädigung. Hom kommt mit einem blauen Auge davon und zahlt eine Geldstrafe an die Bankenaufsicht. Wie aber steht er heute zu den Vorwürfen? Ja, wunderbar. Zum Beispiel, ich bin die amerikanische Notenbank. Ich kaufe für 4 Billionen Titel, festverzinsliche Titel. Und das resultiert in null Zinsen. Auch so kann man die Kurse beeinflussen, natürlich. Oder wenn das eine Privatperson machen würde, wäre es die größte Kursmanipulation der Weltgeschichte. Aber wenn das die Federal Reserve Bank macht, ist das heilig gesprochen. Soweit Homs Selbsteinschätzung. Aber ist eine Zinsanpassung durch die großen Zentralbanken tatsächlich mit dem Verhalten einzelner Marktteilnehmer zu vergleichen? Ich glaube, da kann man nicht so hundertprozentig widersprechen. Der Übergang ist auch fließend zwischen Manipulation, Beeinflussung und normalen Marktverhalten. Aber durch ihre übergeordnete Funktion darf die EZB das. Und Florian Homm, der den Markt oder Aktien manipuliert hat oder dem das vorgeworfen wird, dass er das getan hat, hat das halt zu seinem eigenen Nutzen getan. Sie können bei jedem Börsenkurs nachhelfen. Das ist technisch möglich. Das ist erlaubt? Nein. Und wie macht man das? Gut, je kleiner das Unternehmen, umso einfacher ist es natürlich, eine, ich möchte es mal so ausdrücken, eine Kurspflege auszuführen. Ja. Eine Börsenzeit ist ja begrenzt. Sie haben eine Börseneröffnung. Ein paar Stunden schließt die Börse und zum Schlusskurs müssen Sie einfach nur Kauf und Verkauf so platzieren, dass der Preis erzielt wird, den Sie gerne haben möchten. Das ist ein technischer Vorgang. Der hat damals noch funktioniert. Nach dem Urteil der meisten Menschen sind die immensen Geldsummen, mit denen in der Finanzindustrie jongliert wird, die Frucht amoralischer Methoden und Praktiken. Ich sehe das auch so. Das Geschäft mit Hochrisikopapieren ist zutiefst unmoralisch. Es ist, als hätte man große Summen Falschgeld weltweit in Umlauf gebracht. Es geht um virtuelle Summen, die immer größer werden und häufig jeglichen Bezug zur realen Wirtschaft verloren haben. Aber in diese unmoralischen Praktiken ist unsere gesamte Gesellschaft verwickelt. So virtuell der Kontostand von Florian Homm zu seinen Hochzeiten auch sein mag, so real sind doch die Dinge, die er sich gönnt. Eine Sammlung alter Meister, zahlreiche Immobilien, 2 Privatjets. Immer mehr Spielzeug bei immer weniger Zeit. Er hat mich am Flughafen abgeholt und auf dem Weg zum Taxi hat 3-mal das Telefon geklingelt, im Taxi 10-mal. Wie wir dann im Hotel waren, ging es so weiter. Also ich konnte überhaupt keinen einzigen Satz mit ihm sprechen. Spätestens mit seinem Einstieg als Aktionär bei Borussia Dortmund ist Homm eine Person des öffentlichen Lebens geworden. Geht es ihm um Bestätigung? Irgendwo ist da so ein Ur des wahren Kapitalisten, ist so ein Urgefühl, so ein Ur, ich möchte alles besitzen, ja? Alles wird mir gehören. Doch kann man alles besitzen und gleichzeitig frei und unabhängig sein?
Nach dem Börsencrash vom 11. September 2001 zieht Florian Homm nach Mallorca und gründet mit der sogenannten Absolute Capital Holdings Limited seinen ersten eigenen Hedgefonds. Aber Mallorca bietet auch andere Vorzüge, auf die Florian Homm nicht verzichten will. Das Hinterland von Palma eifert mit seinen Gated Communities den Vorbildern aus Florida und Kalifornien nach. Hier findet auch Florian Homm seine Villa Girasol mit Tennisplatz, Schwimmbad und Privatzoo. Als ich ein kleines Mädchen war, habe ich nicht wirklich begriffen, wie gut es mir eigentlich ging, weil wir einfach sehr viel besaßen, was für mich normal war. Schöne Häuser, Yachten, Flugzeuge und alles Mögliche. Ich habe damals nicht begriffen, dass das nicht die Norm ist. Für Florian Homm ist die großzügige Finca auf Mallorca jedoch keineswegs als Ruhesitz gedacht. Im Gegenteil. Geschäftspartner und Kunden gehen auch an den Wochenenden ein und aus und wollen bespaßt werden. Er hat eigentlich das Leben gelebt, das viele Menschen sich wünschen. Erfolg, viel Geld, Familie, Finca, Flugzeug, Schiff. Dass viele Sachen davon nicht wichtig sind, das steht auf einem anderen Blatt. Auch im zweifelhaften Nachtleben der Insel mischt Tom mit und gibt sich bei Presseterminen auf seinem Anwesen als erfolgreicher Sunnyboy und Patriarch. Das Universum Homm erstreckte sich also über den halben westlichen Erdball. Also das Zentrum war auf Mallorca. Es gab eine Holdinggesellschaft. Diese Holdinggesellschaft war in London börsennotiert, hat einen Wert teilweise von über 1 Milliarde dann erreicht und steuerte diese Fonds und lebte von den Einnahmen dieser Fonds. Und diese Fonds, das waren Hedgefonds und die residierten wie die meisten dieser Vehikel auf den Cayman Islands. Bei seinen engsten Mitarbeitern setzt Tom jedoch auf langjährige Kontakte und vertrauensvolle Beziehungen. Ich soll mir ein Flugticket kaufen, am Wochenende soll ich runterkommen nach Mallorca. Er wird sich gerne mit mir unterhalten bezüglich einer leitenden Position in seinem Unternehmen, bei seinem Hedgefonds. Und ja, das habe ich dann auch gemacht. Bin dann samstags runtergeflogen. Natürlich habe ich so, wie man das macht, zu einem Interview, habe ich mich auch dementsprechend angezogen. Und die erste Frage war halt, ob ich meine Badehose denn dabei hätte. Und dann sind wir ein bisschen über die Insel gefahren. Hat er mir so gezeigt, so, dass, so ein paar Hotspots. Kleine Dienstwohnung mit 7 Zimmern. Man fährt halt beeindruckt zurück, ja, und denkt sich, warum sollte man es nicht machen? Und die Entscheidungsfindung hat auch nicht lange gedauert. Und es war, glaube ich, das zweite oder dritte Wochenende, dass ich auf Mallorca gelebt habe. Und dann sagte er, es gäbe da einen kleinen Felsen in der Nähe dieses Hauses und da wollte er gerne mal runterspringen. Ja, und einer nach dem anderen ist runter. Und ja, ich habe mich dann hingestellt, habe runtergeschaut und gesagt, nee, mag ich nicht. Und bin einfach nicht gesprungen. Und hinterher hat er mir dann erklärt, dass es einer seiner kleinen Psychotests war, die er gerne gemacht hat. Angestellt wurden nur diejenigen, die sich diesen Sprung nicht trauten. Ihnen wird im Unternehmen eine andere Waghalsigkeit abgefordert. Aktien wechselten den Besitzer und kamen dann aber wieder zurück zu einem höheren Kurs, sodass sie am Ende dann doch nicht den Besitzer gewechselt hatten. Das heißt, man macht einen Haufen Bewegung und handelt die Aktie immer höher und hat dann einen immer höheren Kurs dann am Ende. Und dann verkauft man zum höchsten Kurs und profitiert so von dem künstlichen Anstieg. Um diese Praxis geht es in dem Fall. Und so wurde der Wert dieser Fonds dann eben aufgeblasen. Und Homm profitierte dann eben mehrfach durch Provision, die Fondseigner an ihn zahlten, durch Provision, die der Broker bekam und durch einen steigenden Börsenwert auch seiner Gesellschaft, die in London notierte. Ich in meiner Position hab da opponiert, aber bis zum geht nicht mehr. Ja, weil ich gesagt habe, nee, das geht nicht.
Und zwar nicht aufgrund der Frage, ist es legal oder nicht, sondern ist es dem Investor gegenüber fair, dass wir Geld für etwas bekommen, das künstlich erzeugt ist? Ja, seine Position ist dann, entweder es machen doch alle, was im begrenzten Ausmaß auch zutrifft. Also die großen Banken machen im großen Maßstab, passieren auch ähnliche Dinge. Nur nicht so offensichtlich und nicht in so einem kriminellen Ausmaß. Wobei ich jetzt nicht sage, er hat kriminell gehandelt, aber diese Handlungen der Fonds, von wem immer die auch verursacht worden sind, das war meiner Ansicht nach kriminell. Das muss alles erst bewiesen werden. Bisher sind das nur Behauptungen. Das Verfahren der US-Bankenaufsicht läuft noch, bisher nicht zum Nachteil von Florian. Aber natürlich sind die Anklagepunkte noch nicht vom Tisch. Im Frühjahr 2007 gerät Hom plötzlich unter Druck. Der ehemalige Mitarbeiter Darius Parsi schwärzt ihn bei Kunden und Banken an, indem er unter einem Pseudonym per E-Mail einen offenen Brief an sie verschickt. Kursmanipulation und Preisabsprachen sind die Vorwürfe. Ich kann mich an keine Preisfindung erinnern, bei der Florian Hom jemals beteiligt war, weil er zu wenig darüber wusste, wie man das macht. Und B, auch nicht die Fähigkeiten, die technischen Fähigkeiten besaß, eine Order, ein Geschäft zu platzieren. Das konnte er nicht. Musste er jemandem sagen, oder hätte er jemandem sagen müssen, bitte mach das und das und das zu dem und dem Zeitpunkt. Es ist in diesem Zusammenhang wichtig, darauf hinzuweisen, dass Mr. Parsi Anschuldigungen gemacht hat, die wir zunächst einmal leicht hätten widerlegen können. Vor allem aber hat er inzwischen vor der Schweizer Staatsanwaltschaft zugegeben, dass viele seiner Behauptungen nicht wahr sind. Im Sommer 2007 zieht sich Hom mehr und mehr aus seinem Unternehmen zurück. Ich erinnere mich, dass er in diesem Sommer nicht mehr regelmäßig ins Büro ging und viel von zu Hause aus arbeitete. Er saß dann immer in seinem Büro und rauchte Zigarren und telefonierte viel. Alles war etwas seltsam. Ich war kurz vorher noch in Mallorca und da habe ich noch gedacht, das sei alles im grünen Bereich. Am frühen Morgen des 18. September 2007 verlässt Hom die Insel. Später wird er in seinem Buch Kopfgeld Jagd schreiben: Ich fühlte mich ausgelaugt, erschöpft und fertig. In meiner Unterwäsche, meinem Aktenkoffer und meiner Zigarrenkiste hatte ich $500.000 versteckt. Ein Mobiltelefon in den Hafen von Palma zu werfen und in sein Flugzeug zu steigen mit viel Cash. Und einfach. Und tschüss, schwimm mal alleine. Es gibt andere Dinge, für die ich ihn mal bewundert habe, aber dafür nicht. Also ich war eigentlich sehr guter Dinge. Es war auch eigentlich ein Flug in die Freiheit. Adieu zum krassen Workaholism. Adieu zur Fremdbestimmung. Und hallo zum Abenteuer. Also das war mir schon bewusst. Und hallo auf viele Fragen ohne Antworten. Ich wusste nur, dass mein Leben nicht erfüllend war. Ich wusste aber nicht, was erfüllend ist. Viele Investoren, Unternehmen und Einrichtungen hatten an Florian geglaubt und waren gut damit gefahren.
Sie vertrauten seinem Urteil und seinen Investitionsratschlägen. Sie investierten wegen Florian und als er auf einmal nicht mehr da war, blieb auch der Anreiz für sie aus, in das Unternehmen und seine Fonds zu investieren. Die Börse reagiert sofort. Noch am gleichen Tag bricht der Kurs von Homs Holding Gesellschaft schlagartig ein. Aber dass der Kurs sich an einem Tag um 90%, 95% fällt, das war so nicht ganz klar. Aber ihm war, glaube ich, schon klar, dass es gewisse Folgen hat. Our CIO, Florian Homme, resigned unexpectedly in a rather dramatic way. Und wer hat Geld verloren, als dieser Kurs so rapide gefallen ist? Aktionäre. Und liegt es nicht auf der Hand, dass diese Aktionäre diejenigen sind, die... Warum? Ich kann doch meinen Job kündigen. Null. Oder hatte ich da eine Klausel, dass ich versklavt bin? Aufhören kann jeder jederzeit. Bloß man muss dann drauf schauen, was man hinterlässt. Ob das ein Trümmerhaufen ist oder ein wohlgeordneter Fonds. Die Art und Weise, wie er gegangen ist, das war überraschend. Ja. Inwiefern? Weil ich ihn nicht als jemanden kenne, der sich... der flüchtet. Er selbst lehnt den Begriff der Flucht ab. Kann er ja. Allerdings muss er sich auch damit auseinandersetzen, dass andere Menschen anders sehen. Sie hatten ja Mitarbeiter, Sie hatten eine Struktur, da kann man ja nicht einfach... Doch, man kann alles. Man kann eine Entscheidung treffen und man kann alles machen. Du kannst dich morgen entscheiden, wer ist Serienmörder, und ich kann mich morgen entscheiden, diene der Heiligen Mutter. Und ich kann auch entscheiden, ich gehe jetzt auf Tauchstation, bis ich Antworten finde, was das war und was das soll und was mich erfüllt. Florian war sich oftmals selbst sein größter Feind. Und was sein Verschwinden betrifft, so ist das natürlich etwas, worauf sich die Staatsanwaltschaft stürzt. Denn es legt nahe, dass er ein schlechtes Gewissen hatte und vielleicht kriminell handelte. Investoren haben Geld verloren, ja. Ja, aber nicht nur dadurch, dass er gegangen ist, sondern auch das, was einige in dem Unternehmen Monate vorher gemacht haben, dazu beigetragen, dass diese Fallhöhe, die Investoren dann runtergefallen sind, dass die so hoch, dass die Latte so hoch war. War das einer der Gründe, warum Sie gegangen sind? Ja. Und viele Kunden von ihm wollten ihn sprechen. Und da war irgendwann, ich sag jetzt mal Anfang Oktober 2007, 6, 7 Motorräder hier vor der Tür, Rocker, ich sag jetzt mal die Hells Angels, und haben mich gefragt, ob Florian hier ist. Und ich habe gesagt, nein. Und sie haben gesagt, wenn ich lügen würde, würde es rauskommen und ich hätte ein Problem. Die 1,5 Millionen Euro liegen auf dem Tisch. Das Gesicht von Privatermittler Josef Resch ist unkenntlich. Er will bei seinen Recherchen nicht erkannt werden. Mit diesem Video sucht er Florian Homme. 1,5 Millionen Euro in bar, die sich jeder aus Belohnung verdienen kann, wenn er die Hinweise dazu gibt, um Herrn Florian Homme dingfest zu machen. Doch trotz Kopfgeldjagd und den Vorwürfen der US-Finanzaufsicht tritt Homme wieder in die Öffentlichkeit. Ist es wieder einmal die Suche nach dem Kick, das Spiel mit dem Feuer? Wir sitzen hier im Studio, sozusagen, man kann nach draußen gucken, man kann aber nicht reingucken. Aber wenn Sie nachher rausgehen, Sie haben keine Angst? Also, es ist schon ein bisschen vororganisiert, ja. Aber ich darf auch nicht mit Angst durch die Welt gehen. Jetzt abgesehen von dieser Inszenierung, die er hier dann für die Medien gemacht hat, dass er sich an geheimen Orten mit irgendwelchen Kollegen getroffen hat, sich ja dann schon sehr frank und frei in der Öffentlichkeit bewegt. Im Frühjahr 2013 reist Florian Homme nach Italien, um seine Ex-Frau und seinen Sohn zu treffen. Sofort alarmiert Interpol die US-Behörden. Binnen 24 Stunden verfasst die amerikanische Staatsanwaltschaft eine Anklageschrift. Am nächsten Morgen wird Florian Homme vor den Augen seiner Familie von Interpol in der Gemäldegalerie von Florenz festgenommen.
Gerade hatte er sich noch ein Bildnis des heiligen Florian angesehen. Beginnt hier sein Weg von der Hölle in Richtung Himmel? Seine Wandlung zum bekennenden Christen? Punkte Gewissen, das kam nicht in meine mathematische Gleichung. Ich hatte mir Ziele gesetzt, wirtschaftlich und auch andersweitig in mindestens 6, 7 Bereichen. Ich wollte eine Lebensintensität. Stattdessen teilt sich Florian Homm ab dem 10. März 2013 eine Gefängniszelle mit Mördern und Vergewaltigern. Verstanden habe ich es eigentlich wirklich erst, nachdem ich nach einem Monat lang versucht habe, Kopfkissen zu bekommen, auf einem 1,85 Meter Bett auf 2,40 Meter Höhe, weil die waren dreifach gestapelt. Sonst hätten sie nie 8 Leute auf 90 Quadratmeter unterbringen können. Dann habe ich es verstanden, was es ist. Und richtig verstanden habe ich es, wie ich gemerkt habe, ich habe nicht das Geld, um mich effektiv in Amerika zu verteidigen und die wollen mir 225 Jahre aufbrummen. Dann habe ich es richtig verstanden. Und noch besser habe ich es verstanden, wie ich dann gemerkt habe, dass ein Richter in Florenz total korrupt gegen das italienische Gesetz mir nicht die Freilassung gegeben hat, nach dieser 35-Tagesfrist, die Amerikaner ja verletzt hatten und ich dann unter Freiheitsberaubung im Knast war. Gekidnappt. Dann habe ich es auch noch besser verstanden. Fast 1,5 Jahre nach seiner Verhaftung kommt Florian Homm überraschenderweise trotz eines Auslieferungsabkommens zwischen Italien und den USA frei. Binnen 24 Stunden landet er im sicheren Hafen in Frankfurt am Main. In Deutschland droht Florian Homm zwar keine Auslieferung an die USA, doch sowohl in der Schweiz als auch in den USA kann es nach wie vor zum Prozess kommen. Am Flughafen nimmt Homm seine Tochter Isabella in Empfang. In ihrer Kindheit gab es 2 Privatjets. Heute holt sie ihr Vater mit einem gebrauchten Opel ab. Hat sich ihr Blick auf den eigenen Vater geändert? Er redet viel über Religion und ich weiß nicht genau, was ich damit anfangen soll. Ab und zu meint er, dass er persönliche Botschaften von der heiligen Mutter Maria bekommt. Diese Villa gehörte der Rothschild-Familie, die bekannteste jüdische Familie in Frankfurt damals. Als ich so alt war wie du, waren die mein Vorbild. Ich dachte damals, dass ich auch einmal 4 oder 5 Söhne haben würde, die mein Imperium weiterführen würden. Ich nenne ihn nicht meinen Vater, sondern einfach Big Guy. Irgendwie wäre es merkwürdig, ihn Vater zu nennen. Die Geschichte von Florian Homm ist auch die von einem, der auszog, das große Glück zu suchen und der als gebrochener und erschöpfter Mann zurückgekehrt ist. Erfolg, Reichtum, Bekanntheit. Alles, was Florian Homm antrieb, als er als junger Mann seine Heimatstadt Oberursel verließ, ist ihm heute wieder genommen. Glaubt er an einen Weg zurück? Während ich im Bau war, hat sich keiner für mich interessiert. Also wurden aus dem Netzwerk von 10.000 oder aus dem alten Netzwerk, das hat sich reduziert auf 5 Engel. Ja. Und ich kam raus, liegen da 3 Angebote. Weil die wissen, dass ich kein Dieb bin. Wo war ich denn für die Leute interessant, wie ich im Bau war? Die haben mir noch nicht mal eine Postkarte geschickt. Aber kaum bin ich draußen, finden die, wo ich bin und wollen mich für irgendeine Sache begeistern und motivieren. Und das haben Sie denen gesagt? In 2 Fällen habe ich mich überhaupt nicht gemeldet. Beim anderen habe ich, beim dritten, weil das war jemand, der mich wirklich gut kannte, habe ich gesagt,
Du, es tut mir furchtbar leid, ich habe einen neuen Chef. Vom skrupellosen Finanzjongleur zum geläuterten Katholiken. Florian Homm ist inzwischen ausschließlich karitativ unterwegs. Seine Seele, so sagt er selbst, solle sich rentieren, nicht mehr sein Depot. Gehen Sie heute was verkaufen? Ja, ich gehe angeln und verkaufen. Das ist richtig. Was verkaufen Sie heute? Hoffnung, Liebe und Glauben. Ist aber nicht leicht. Und ich gehe Seelen angeln, ja. Das ist auch schwerer als Geld verdienen. Er geht dann eben voll aufs Ganze und es würde ihm wahrscheinlich nicht reichen, dann jetzt als ein normaler katholischer Christ aufzutreten, sondern dann gibt er halt direkt die volle Dröhnung. Ne? Und das liegt in dieser Persönlichkeit. Das hat ihm zum Teil dann eben sehr erfolgreich gemacht, führt dann aber auch dazu, dass es dann richtig runtergeht. Heute hält Florian Homm an Universitäten und auf Kongressen Vorträge über seinen persönlichen Wertewandel. Seine Bekehrung vom Saulus zum Paulus. Er will aufräumen mit seinem Leben als gewissenloser Investor. Hören Sie mich? Okay. Ich bin erstmal sehr, sehr dankbar. Ich habe ihm mal gesagt, bei einem unserer letzten Gespräche, es ist eigentlich eine Vergeudung, dass er sich aus dieser Industrie so herausgezogen hat. Weil, wie gesagt, das ist, der Mann hat ein Gehirn, hat Fähigkeiten. Das haben nur ganz wenige Menschen, ne, so Zusammenhänge zu erkennen. Ich wusste auch nicht, wie ich es machen sollte, nachdem die ersten zwei Reden, die waren so formell, teilweise aufgeschrieben. Ja, und ganz gestrukturiert und alles. Die Frankfurter Finanzwelt ist nur wenige Kilometer von dem sogenannten Werte- und Wirtschaftskongress in Oberursel entfernt. Glauben Sie, der Markt oder überhaupt die Branche würden ihn wieder aufnehmen? Funktioniert die so? Absolut. Bin ich davon überzeugt. Die Branche würde sehr vorsichtig wieder hinschauen. Nur zwei Wochen nach seinem Vortrag trifft sich Florian Homm zu einem Mittagessen mit dem Vorstand eines großen deutschen Familienunternehmens. Ist doch noch eine Rückkehr für ihn möglich? Wenn er jemanden an seiner Seite hat, der auf ihn aufpasst, der so ein bisschen immer auch, dann kann ich mir vorstellen, dass er sein Wissen wieder auch im Kapitalmarkt umsetzt. Vielleicht nicht mehr auf die Art und Weise, dass er Investorengelder betreut. Das, denke ich mal, wird nicht mehr passieren. Ja, aber in beratender Funktion, so kann ich mir schon vorstellen. Würden Sie ihm ein Angebot machen? Mit ihm zusammenzuarbeiten? Nie wieder. In some cases where people have been convicted of crimes. Mir sind einige Fälle bekannt, in denen auch zu Straftaten verurteilte Finanziers wieder in die Branche zurückgekehrt sind. Der Weg zurück ist möglich, aber natürlich hängt es vor allem davon ab, was Florian aus seinem Leben machen will. Und sowohl im Gefängnis als auch danach hat er einen Großteil seiner Lebenszeit der Religion verschrieben. Das ist, ich nenne es mal, sein Psychologe.
es ist schon möglich, dass er sich durch so eine überhöhte Barriere eigentlich versucht, von anderen Dingen fernzuhalten, wenn es ihm dann durchaus noch mal in den Fingern juckt. Ich gebe Ihnen schon recht. In gewisser Weise haben die Player der Finanzwelt etwas von Süchtigen oder Alkoholkranken. Sie agieren auch von einer Sucht gesteuert und oftmals ohne Verstand und völlig kopflos. Das schnelle Geld, das einfache Geld, die Unsummen von Geld, die in Sekundenschnelle um den Globus gespielt werden, können einen ähnlich süchtig oder auch krank machen wie Alkohol. Aber dieser Begriff des trockenen Alkoholikers, ja, er hat uns mal gesagt, sein Lieblingsbuch war natürlich auch irgendwo inszeniert, aber sei der Spieler von Dostojewski. Und da haben wir dieses Problem ja ganz genau. Ich muss mich von dem Spieltisch fernhalten, ich habe eigentlich kein Geld mehr und ich gehe doch wieder hin und setze doch noch wieder und verpfände mein letztes Hemd und mache mein ganzes Umfeld kaputt und mache trotzdem immer weiter. Das betrachte ich einerseits mit Ironie, andererseits auch mit ein bisschen Respekt, weil ich nicht wieder in dieses Muster zurückfallen will. Weil es leicht ist, wäre für mich Geld zu verdienen. Sie können sich gar nicht vorstellen, wie leicht das für mich schon immer war.